2, 3, let's go! Servus Leute, was geht? Ich bin's, der Vorne, und ich möchte Sie heute wieder recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen, einem weiteren Let's Play hier meinerseits bei mir, natürlich die Bohne. Let's go! Also Landebahn ist hier auch, aber was ist denn das? Ich hätte es gedacht, das kann man hier zerstören. Ah, okay, das sind nur solche Carmen. Wie haben die geheißen? Hä, stimmt das oder ist das nur ein Bug? Nee, das stimmt, glaube ich schon. Rosas Flugzeug erreichen. Ja, Flugzeug kann ja nicht auf dem Boden stehen. Doch, könnte schon. So, nicht identifizierte Flugzeuge weg. Okay, dann schauen wir doch mal. Hier hören wir doch mal rein, oder? Okay, wir eskortieren jetzt das rosarote Rumpelflugzeug. Nee, wir eskortieren jetzt irgendein Flugzeug, das von der Rosa. Ja, ich habe irgendwie nur Rosa verstanden. Ich. Den Namen. Es ist Rosas Flugzeug, genau, richtig. Hinter mir ist es. Aber da sind hier ja schon gegnerische Flugzeuge. Bruder, liebe Bruder. Aber hat es keine Lenkraketen? Doch, hat Lenkraketen. Hehe. Oh, die. Na. Oh, no way. Wir müssen hier mal ein bisschen uns ranfliegen. Das andere Flugzeug ist da hinten. Oh. Die sind ja. Das ist ja eine Kackmission, ey. Das ist ja eine richtige Bull-Mission. Rosas Flugzeug in 900 Metern. Okay. Also mit 300. Wir fliegen hier mit 350 Stundenkilometer. Aber gegnerische Flugzeuge sehe ich hier jetzt nicht mehr. Es kommt mir aber irgendwie recht langsam vor. Oh, neue Siedlung entdeckt, Jungs. Neue. Ganz wichtig natürlich. Ganz wichtig ist es hier in der Mission, dass wir eine neue Siedlung entdeckt haben. So, jetzt in Rosas Flugzeug einsteigen. So, was ist mit dem Fahrer da eigentlich los? Ah, okay. Das ist irgendwie. Ja, juckt uns irgendwie nicht. So, wo müssen wir hier jetzt hinfliegen? Da hinten landen. Oh, Jungs, wir müssen landen. Oh, nee, das wird noch was, das wird noch was. Das wird noch eine richtig brutale Mission, wenn ich das hier nicht aufs erste Mal schaffe. So, jetzt müssen wir uns aber hier ready richtig hart konzentrieren, Mann, Alter. Weil ich und landen, Leute, ich und landen, das ist so wie Fußball ohne Ball. What the fuck? Jungs, ich hab's geschafft. Nice! Kennt ihn denn nicht, den großen Mario Fringo? Ich danke Ihnen für die Sache, für die Freiheit von mich. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. War das komisch? Unvergesslich. Verdammt. Vielen Dank. Danke für Ihre Tapferkeit. Ihr Land steht tief in Ihrer Schuld. Vielen Dank, mein Freund. Vielen Dank. Präsidentin Manuel, eine Präsidentin ist von ihrem Volk gewählt worden. Ich bin nur eine treue Bürgerin von Medici. Rosa reicht völlig. Die Ravellos-Truppen werden jeden Tag schwächer. Was hat der hier verloren? Dieser Mann ist ein feiger, widerwärtiger Heuchler. Glauben Sie hier kein Wort. Ich bin übergelaufen. Lügner! Ich bin loyal. Dieser feige Wurm würde nie überlaufen. Er hat die Beweise gefälscht, mit denen die Ravelle seinen Putsch gerechtfertigt hat, Rico. Wenn er hier ist, ist die Ravelle auch hier. Das zeige mir. Wir greifen das Kraft. Die Krankheit, um das Heilmittel zu kennen, könnte noch viel mehr wert sein. Trifft hier irgendwen, wenn diesem Flugzeug was passiert? Die Ravelle weiß, wo du bist und schickt eine gewaltige Armee, um dich zu töten. Dann ist sie nur
bitte, nein! Nein! Sperrt ihn ein. Er wird für all seine Verbrechen vor ein ordentliches Gericht gestellt. Wir brauchen endlich wieder ein gerechtes Leben. Sogar für ihn. Ich würde vorschlagen, dass Sie mir die ganze Geschichte dieser Rebellion erzählen. Also war es doch nicht Sheldon. War Sheldon doch nicht der Betrüger oder der Maulwurf in unserem Team, sondern der alte... Die alte Knackwurst hier. Wie man sich täuschen kann, Jungs. Wie man sich täuschen kann. Das heißt, im Leben, man soll mal hingucken. Das heißt wahrscheinlich nicht so, aber ich denke mir das gerade irgendwie aus. Alles klar, Digga, aber die Mission ist vorbei. Und ich will sagen, ciao, bis die Tage. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben oder ein Abo da.